Was bedeutet es zum Beispiel, wenn ich einen Planet in einem ersten Haus habe oder in einem fünften Haus? Genau das erkläre ich dir in diesem Video, und zwar um was es sich genau handelt, wenn man von Häusern in der Astrologie spricht, wofür sie stehen und was sie für dich und dein Leben bedeuten. In diesem Video dachte ich, gehe ich auf die Häuser 1 bis 6 ein und mache einfach zwei Teile, wozu sagen im zweiten Teil dann die Häuser 7 bis 12 rauskommen, weil sonst wird es zu lang und ein bisschen unübersichtlich. Aber fangen wir erstmal an. Genau, um was handelt es sich bei Häusern? Also Häuser sind eigentlich die Einteilung des Kosmos aus der Erdperspektive. Also wir kennen ja auch, wenn du schon auf meinem Channel mal warst, da weißt du, dass das Horoskop eingeteilt ist in so einem Kreis, grafisch sozusagen dargestellt, und der sozusagen in 12 Teile geteilt wird und sozusagen Häuser darstellen. Und Häuser sind eigentlich für uns in der Interpretation Lebensbereiche des Menschen. Und ihre Bedeutung korrespondiert eigentlich mit denen der Tierzeichen. Sozusagen, die Tierkreiszeichen gehen ja von 1 bis 12, Widder bis Fische, und genauso sind eigentlich auch die Bedeutung der Häuser. Warum braucht man das überhaupt? Ja, man braucht gerade diese grafische Unterteilung, um eben Zusammenhänge zwischen Planeten und Tierzeichen herstellen zu können. Also eigentlich ist sozusagen die Lebensbereiche sind ja nur die Ergänzung der Interpretation. Und da ist es nämlich zum Beispiel total wichtig, ob du zum Beispiel so einen ganz stürmischen Planeten hast wie Uranus, der ja so ganz viel um Veränderungen geht, oder ob du zum Beispiel die sanfte Venus in deinem Haus hast. Also je nach Planet verändert sich sozusagen auch der Einfluss auf diesen Bereich in deinem Leben. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, die Häuser stehen von ihrer Bedeutung gleich denen der Tierzeichen 1 bis 12. Das heißt, das erste Haus assoziiert man sozusagen mit dem des Widders, und das geht dann zum Beispiel ganz viel um sich selbst. Und genauso geht es auch weiter mit dem zweiten Stier, dritten Zwilling und so weiter. Und wenn du schon mal so ein Video von mir geguckt hast zur Einführung von der Astrologie, weißt du eben auch, dass sich aber sozusagen die Regenten verändern können. Die Regenten sind auf deinem Geburtshoroskop, die Tierzeichen im äußeren Kreis, und die sind nämlich immer anders, egal in welches Horoskop du schaust, weil sie eben durch die Uhrzeit sich verändern. Aber ganz, ganz wichtig, die Bedeutung der Häuser bleibt gleich und auch ihre Reihenfolge bleibt gleich. Und das ist so ein bisschen auch die Frage, wenn Leute dann ganz oft sagen, oh, in meinem Haus sind keine Planeten, bedeutet das, da passiert nichts? Nee, das stimmt nicht. Sondern eben dieser Regent, der dann sozusagen über deinem Tierhaus steht, ist sozusagen den Einfluss, repräsentiert den Einfluss, den er auf deinen Lebensbereich hat. Häuser sind ja auch schon so ein bisschen fortgeschritteneres Thema, wenn du dich für Astrologie interessierst. Und es ist natürlich auch total wichtig, welches Häusersystem man benutzt. Das ist jetzt schon mehr so für die, die sich wirklich mehr dafür auseinandersetzen wollen. Also wenn du astro.com benutzt, dann ist das ganz normal Placidius, die Einstellung, sodass du sozusagen auch mehrere Regenten für ein Haus haben kannst und Häuser unterschiedlich groß werden. Das ist auch das, was ich benutze. Aber es gibt natürlich auch Leute, die zum Beispiel das ganzheitliche Häusersystem benutzen, wo wirklich nur ein Regent in einem Haus ist und jedes Haus auch gleich groß ist. Die Interpretation verändert sich ein bisschen dafür, aber das nur als kurzer Disclaimer, damit du falls so verwirrt bist. Die Astrologie basiert ja eigentlich auf Geometrie, auf mathematischen Berechnungen, und das ist ja alles immer so ein bisschen verwirrend. Aber fürs Verständnis ist es ganz gut zu wissen. Also es geht ja um einen Kreis und es gibt ein Kreuz. Und dieses Kreuz bildet sozusagen ganz, ganz wichtige Winkel in deinem Horoskop und kennzeichnet sozusagen Winkel, die sehr wichtig für uns sind. Und diese Winkel werden immer gekennzeichnet durch vier bestimmte Punkte, und das ist zum einen der Aszendent. Und den Aszendenten kennst du vielleicht schon, wenn du auf meinem Channel ein bisschen geguckt hast. Der ist immer sozusagen auf 9 Uhr. Und er kennzeichnet ja sozusagen den östlichen Himmel, wo die Sonne aufgegangen ist. Und das heißt zum Beispiel, hast du deinen Aszendenten und dein Sonnenzeichen gleich, dann bedeutet das eben, dass du sehr früh am Morgen geboren bist, also wahrscheinlich zwischen 6 und 8 Uhr ungefähr, weil das eben die Zeit ist, wo das östliche Bild am Horizont aufgeht. Und genau das weiß man zum Beispiel, wenn man auf dem Horoskop guckt, dass das sozusagen den Morgen repräsentiert, den Osten. Und wenn du genau gegenüber schaust auf dem Horoskop, gibt es ja dann sozusagen auf 3 Uhr den Deszendenten. Der wird dann mit DC gekennzeichnet. Und der kennzeichnet sozusagen den Westen, wo die Sonne untergeht, wo das Tierzeichen steht, das dann zur Zeit deiner Geburt gerade runterging. Das heißt,
eigentlich kennzeichnet sozusagen die Häuser auch den Lauf der Sonne von Ost nach West. So, das waren die zwei Winkel und es gibt aber noch zwei andere Spitzen von Häusern, die sozusagen auch ganz wichtig sind und die sind gekennzeichnet in deinem Horoskop, zum Beispiel mit IC, das ist ganz unten auf 6 Uhr. Und der Imum Coeli ist sozusagen der Punkt, der zu Mitternacht, also der die Uhrzeit Mitternacht repräsentiert, also zu dieser Zeit ist sozusagen das Tierzeichen um. Mitternacht, also hast du zum Beispiel deine Sonne dort stehen, heißt es, dass du sehr spät in der Nacht wahrscheinlich geboren wurdest. Und auf 12 Uhr ist sozusagen der Midheaven, dein Medium Coeli, und er kennzeichnet sozusagen die Mittagszeit, also 12 Uhr. Die Häuser spiegeln einen ganz simplen Sachverhalt wider, und zwar den Verlauf der Sonne von Ost nach West, und kennzeichnen die sozusagen auch die Uhrzeit von Mittag bis Mitternacht, 24 Stunden. Und wie ich ja gerade gesagt habe, diese wichtigen Punkte bilden ein Kreuz. Und dieses Kreuz ist einerseits wichtig, weil es bestimmte Fixpunkte eben markiert in deinem Horoskop, aber es teilt ja sozusagen auch den Kreis in 4 Teile. Und jedes Teil wurde sozusagen nochmal in 3 unterteilt, sozusagen in die Häuser. Also 4 mal 3 sind 12, also insgesamt 12 Häuser. Als Anfänger finde ich, ist es total wichtig zu verstehen, dass es eben diese 4 Punkte gibt, den Aszendenten, Dezendenten, IC und MC, weil sie eben bestimmte Eckfelder von Häusern bilden und auch in der Astrologie bedeuten sie, kennzeichnen sie starke Winkel, die einfach einen verstärkten Einfluss auf uns nehmen. Das war schon auch alles Astrologische, was ich immer finde, was irgendwie schon wichtig ist zu wissen. Aber für dich, du weißt, Häuser sind also Lebensbereiche und je nachdem, welcher Planet in das Haus fällt, fällt natürlich auch der Einfluss sozusagen unterschiedlich für dich in deinem Leben aus. Aber Häuser präsentieren halt einfach die Schnittstelle von uns und unserer Umwelt. Und genau deswegen habe ich zum Beispiel, fange ich jetzt auch mit den Häusern 1 bis 6 an, weil sie sozusagen sehr stark unser Leben und unser Selbst repräsentieren. Fangen wir doch mal an. Das erste Haus steht ja im Zeichen des Widders, also es handelt sich um ein Feuerhaus. Und das heißt, es geht ganz viel um Selbstwirksamkeit, um Mut, um Durchsetzungsfähigkeit. Und also alles im Zeichen vom Widder, also auch wie dynamisch du bist und wie willensstark. Und in dem Haus geht es auch ganz stark darum, zum Beispiel, wenn man viele Planeten in diesem Haus hat, dass man im Leben vor allem auch aktiv wird. Also, dass man aktiv agiert und sich positioniert und nicht nur immer, wie so zum Beispiel der Widder auch so ein bisschen zur Impulsivität neigt, einfach nur zu reagieren. Also grundsätzlich geht es ganz viel um dich, um deinen physischen Körper, um das, wie mutig du ins Leben trittst. In der Astrologie ist es ja auch immer so schön, dass alles miteinander irgendwie verbunden und eine Wirkung hat. Und bei den Häusern ist es ja auch so, dass sie mit den Tierzeichen gleich anderen gegenüberstehen und Polaritäten darstellen. Und auch so bildet das erste Haus die Polarität zum 7. Haus, eben dem des Widders gegenüber der Waage. Und der Widder ist sozusagen das erste Haus und steht für Ich. Und es bildet die Polarität zum 7. Haus, wir, also die Waage. Kommen wir auch schon zum 2. Haus und das ist das Haus sozusagen des materiellen Erwerbs und Besitz und deines Selbstwerts und es steht im Zeichen des Stiers. Ja, und das ist immer ganz gut, wenn man sozusagen die Tierzeichen zu den Häusern assoziieren kann, weil man dann sofort versteht, oh, um was geht's denn eigentlich? Und die Schlüsselwörter für den Stier sind ja einerseits, ja, materieller Besitz, aber eben auch ganz viel Sicherheit, Image, Selbstwert. Und genau das ist das, worum es in diesem Haus geht. Also es geht vor allem um Geld. Gerade wenn Leute immer nach Geld fragen in einem Reading zum Beispiel, dann schaut man sich das 2. Haus an, weil es eben das so darstellt, welche Verbindung du zu Geld hast und zum Erwerb und Besitz. Also wie du damit umgehst, wie du es wertschätzt, wie du auch Geld erwirbst, also wie du zu materiellen Gütern kommst in diesem Leben. Es geht nicht nur um Geld, sondern es geht auch wirklich um den Umgang mit den eigenen Fähigkeiten, mit den eigenen Ressourcen. Also da ist der Stier auch wirklich so der versteht, wie ich Dinge in materiell mir manifestiere. Und es geht ganz viel um den Selbstwert auch, also wie viel bin ich es mir selber wert, ein angenehmes Leben zu führen. Also was brauche ich auf der materiellen Ebene für ein schönes Leben und wie viel glaube ich mir selber wert zu sein.
Und hast du viele Planeten in diesem Haus, würde ich dir auf jeden Fall sagen, dass es ganz viel darum geht, ja, dass du dir selber sagst, dass ich es mir wert bin und dass ich das kann. Also alles, was auf materieller Ebene um Geld irgendwie geht, dass es ganz viel auch darum geht, um die Gedanken. Also, ja, change your thoughts, change your world. Also so ein bisschen dieses, du kannst damit ganz viel auch manifestieren bezüglich Geld und Reichtum für dich selbst. Und auch dieses Haus steht sozusagen in Polarität zu einem anderen. Und das zweite Haus geht also um sich selbst, um meins. Also der Stier geht alles um sich selbst, mein Besitz. Und das achte Haus ist sozusagen das Haus, was dem gegenübersteht. Und das ist das des Skorpions. Und da geht es ganz viel vor allem auch um das der anderen, also um den Besitz der anderen. Aber auf die anderen Häuser gehe ich ja erst in dem zweiten Teil ein. Also aber nur für dich schon mal die Polarität, zweites Haus zu achtes Haus. Das dritte Haus steht für Kommunikation und Lernen, also alles im Zeichen des Zwillings. Ja, und genau darum geht's. Also dieses Haus steht eigentlich so für die Kommunikation mit deinem nahen Umfeld. Also auch ganz viel wirklich deine Local Community, also sozusagen deine Geschwister, deine Familie oder, ja, Familie nicht so sehr, aber so wirklich enge Leute, dein Postbote, dein Supermarktverkäufer. Also die Interaktion mit deiner ganz nahen Gesellschaft um dich herum. Und aber auch eben das, wie du zum Beispiel lernst. Also der Zwilling ist ja auch sehr wissbegierig und sehr informationsgierig. Und das dritte Haus kann dir zum Beispiel auch anzeigen, wie du lernst. Also je nachdem, welches Zeichen du zum Beispiel da hast, bevorzugst du zum Beispiel in einem Feuerzeichen immer wieder Neues, also neue Impulse zum Beispiel. Es kann auch repräsentieren zum Beispiel, wenn du viele Planeten in diesem Haus hast, dass es zum Beispiel gerade für dich an Bedeutung im Leben gewinnt, ja, mit anderen zu kommunizieren, vielleicht sogar in den Wissensaustausch zu gehen, in sowas wie, der Zwilling ist ja auch so der Journalist, also vielleicht interessierst du dich total für, ja, für Zeitungen, für Bücher, für, ja, für schnellen Austausch, für Nachrichten im Kommunikationsbereich. Also all das, was den Zwilling so ausmacht, ist auch das, was das dritte Haus repräsentiert. Da geht es halt, wie gesagt, wirklich viel eher um den Austausch von Informationen, wenn ich sage Beziehungen zum engen Umfeld, als dass es wirklich persönliche Beziehungen sind. Das ist eher ein anderes Haus. Also wirklich der Informationsaustausch ist das, worum es geht. Und das ist auch so das, wofür das Haus sozusagen in der Polarität steht. Also das dritte Haus im Zeichen des Zwillings ist eigentlich so das, was so, wo es um logische Fakten geht. Und es bildet eigentlich die Polarität zum neunten Haus, und das ist das des Schützen. Und der hat ja so alles zum Thema höheren Sinn des Lebens, also die größere Bedeutung über den Dingen. Und das ist sozusagen, man erkennt schon diese Polarität, also der Zwilling ist so der auf Fakten und hier und jetzt. Und der Schütze bildet die Polarität im neunten Haus zum, ja, alles, was da drüber steht, alles, was nicht so rational ist. Das vierte Haus repräsentiert eigentlich dein Zuhause und dein familiäres Umfeld. Und es steht alles im Zeichen vom Krebs. Und das Haus ist also ein sehr, sehr gefühlsbetontes Haus, also ein Wasserhaus. Und ist dadurch auch etwas sehr Maßgebendes für uns, weil familiäre ist ja eigentlich das, wo wir alle herkommen, also wie wir aufwachsen. Und der Immunquelli, also dieses IC, ist immer das, was die Spitze deines vierten Hauses bildet. Und ich hatte es ja schon auch am Anfang erklärt, das kennzeichnet ja sozusagen Mitternacht. Und das ist jetzt so die Uhrzeit, wo alles im Dunkeln liegt, wo unser Unbewusstes kommt. Wenn du auch schon ein paar Videos von mir geguckt hast, dann weißt du auch, dass der Krebs ja vom Mond regiert wird und der Mond unsere Emotionen, unseren Teil unseres Unbewussten, also auch verdrängte Sachen, also unglaublich emotionale Dinge. Und genau das ist das auch, was mit dem vierten Haus, also das vierte Haus kann zum Beispiel dir zeigen, wo du vielleicht auch Trauma hast, also familiäre Trauma oder unbewusste Teile aus deiner Kindheit, die zum Beispiel vielleicht auch Psychotherapie bedarfen, wo man halt wirklich ran kann, um diese sozusagen, sich mit denen auseinanderzusetzen. Und ja, wenn man als Astrologe zum Beispiel ein Horoskop deutet, kann man anhand des vierten Hauses eben auch sehen, wie du aufgewachsen bist, was für ein familiäres Umfeld du hattest oder was du eben schätzt, also wie wichtig dir auch dein Zuhause ist, dein familiäres Umfeld.
Zum Beispiel hat man grundsätzlich viele Planeten in diesem Haus, heißt es auch, dass es einfach unglaublich wichtig für dich ist, einen Rückzugsort zu haben. Also, dass du dein Zuhause sehr, sehr schätzt, also deine eigene Wohnung. Es muss nicht immer nur die Familie sein, also das, wo du runterkommst. Das ist zum Beispiel dann unglaublich wichtig. Und zum Beispiel, wenn man dann aber ein Feuerzeichen hat, zum Beispiel in diesem Haus, dann bedeutet das halt einfach, dass du zum Beispiel, ja, dein Zuhause schätzt, aber innerhalb deines Zuhauses zum Beispiel immer irgendwie Veränderung brauchst oder irgendwie ein Homegym hast oder so. Also so von dem Gedanken her ist es natürlich unglaublich vielfältig. Aber das ist so das, was das vierte Haus repräsentiert, alles im Zeichen vom Krebs. Und das vierte Haus bildet die Polarität zum zehnten Haus. Und das vierte Haus ist sozusagen ja dein Zuhause, der Krebs. Und das Haus, was da gegenübersteht, ist das der Öffentlichkeit, des Steinbocks. Und der Steinbock ist ja auch so ein bisschen der Vater, der Disziplinierte, der ganz viel bemüht ist nach der Repräsentation auch nach außen. Und das ist eben das, was die Gegenüberstellung dieser beiden Häuser darstellt. Das fünfte Haus repräsentiert in der Astrologie Kreativität und Vergnügen und steht alles im Zeichen des Löwens. Und genau darum geht es auch. Also das ist wirklich das Haus, wo es wirklich viel um Leidenschaft geht, um Lebenslust, um Kreativität und um Selbstausdruck. Also der Löwe ist ja wirklich der ist auch teilweise das Kind. Also dieses Haus repräsentiert auch so ein bisschen, wo deine kindliche Seite in dir steckt, aber auch unglaublich, ja, Lebenslust. Also auch sowas wie Romantik und Leidenschaft ist auch ganz, ganz stark mit dem fünften Haus in Verbindung gebracht. Und der Löwe liebt es ja, im Mittelpunkt zu stehen. Also es geht ihm ja wirklich auch um die Performance vor einem Publikum. Und da ist so ein bisschen zum Beispiel das fünfte Haus, dass man sich da anguckt, da ist auch so ein bisschen so Fame indiziert. Also wenn man zum Beispiel viele Planeten in dem fünften Haus hat, geht es wirklich darum, in diesem Leben sich selbst als Person darzustellen und auszudrücken. Und da geht es auch ganz viel darum, um Talente, ob man sich auch traut, dieses Talent zu zeigen, ob man ja auch den gewissen Mut dazu mitbringt, das sozusagen der Welt auch zu teilen. Und das ist für den Löwen natürlich auch immer ein bisschen schwierig, weil er ja auch, es geht ihm ja auch um die Bewertung und dass es die Leute gut finden. Aber in dem Haus geht es wirklich um den kreativen Ausdruck, um das Machen selbst. Also um das Performen, aber nicht unbedingt damit das große Geld zu machen oder dadurch unbedingt berühmt zu werden. Nicht unbedingt, aber es geht wirklich um das innere Kind, das Spaß und Freude an dem Tun hat. Das ist so das, wenn man viele Planeten hat in diesem Haus, sollte man gucken, bin ich bereit, das sozusagen alles zu machen, ohne sozusagen nur für mich selbst. Der Löwe ist ja, wie ich es ja gerade schon gesagt habe, auch das Kind, und das Haus indiziert auch ganz oft sowas mit vielen Kindern, dass man viel was mit Kindern zu tun hat, dass man selber Kinder hat oder dass man mit Kindern arbeitet. Und da ist auch eben diese Brücke für dieses, dass man Spaß am Leben hat und immer die kindliche Freude dabei hat. Und da ist es so ein bisschen, das Kind ist ja sehr auf sich bezogen und das ist auch genau das, was das Haus sozusagen repräsentiert. Also Selbstausdruck ist das des fünften Hauses. Und die Polarität steht also zu dem zehnten Haus und das ist das des Wassermanns. Und der Wassermann ist ja eigentlich der ja nicht nur für sich selbst was macht, sondern für alle. Also der den Gruppenbeitrag für alle leistet. Und das ist so die Polarität dieser beiden Häuser. Also das fünfte Haus ist Selbstausdruck und das zehnte Haus ist das der Gruppe, also der Gruppenausdruck. Das sechste Haus repräsentiert in der Astrologie alles zu deinem Alltag, also auch teilweise dein Berufsleben, aber auch alles zur Mind-Body-Connection und steht im Zeichen der Jungfrau. Ja, und wenn wir an die Jungfrau denken, das ist ja so die unglaublich viel leistet und viel macht und die auch relativ gesundheitsbewusst lebt. Und da kommen ja aber auch so ein paar Sachen mit sich. Also das Haus an sich repräsentiert eben, was wichtig für dich ist, in deinen Alltag zu integrieren, damit du gut durchkommst. Und da geht es ja wirklich darum, auch Dinge zu verankern, die uns ein bisschen erden. Also was brauche ich, damit ich eben auch langfristig gesund durchkomme durch den Tag. Und da gibt es halt so Dinge wie eine gute Tagesroutine. Und das kann dir indizieren, welches Tierzeichen du zum Beispiel hast in diesem Haus oder welche Planeten, wo du vielleicht irgendwie besser dran arbeiten musst. Gerade Lebensunstimmigkeiten können sich gerade in diesem Haus ausdrücken durch deinen Körper. Also wenn du irgendwie dich nicht gesund ernährst tagtäglich, dann hat das langfristige Folgen auf dich und auch deine Stimmung und wie du eben durch den Alltag kommst.
Und da geht es halt darum, dass du sozusagen guckst, was brauchst du, was braucht dein Körper, wie gut kümmerst du dich tagtäglich um dich selbst, weil deine Psyche auch ein Teil deiner selbst ist, um die du dich kümmern musst. Und zum Beispiel die Jungfrau ist ja auch relativ arbeitswütig, also die ist ja auch sehr perfektionistisch und hat einen hohen Anspruch und leistet auch viel, was auch gut ist. Aber es geht darum, auch eine Balance zu finden, wie gut gibt es den Ausgleich zur alltäglichen Routine, wo ich viel leisten muss, aber wie viel kümmere ich mich auch um mich selbst? Trinke ich genug Wasser? Esse ich genug? Ernähre ich mich gut? Da gibt es so Dinge, die einen viel erden, also sowas, wenn man Pflanzen hat, dass man die tagtäglich gießen muss oder ein Haustier, zwei, die man täglich füttern muss. Also gewisse Dinge, die dich verankern, positiv in deinem Alltag, damit du eben nicht körperliche, langfristige Schäden zum Beispiel davon trägst. Es geht einerseits um diese berufliche Sache bzw. Arbeitsmotivation, wie motiviert bist du wirklich, Dinge auch anzugehen, aber andererseits, wie gut achtest du auch darauf, dass beides, also Körper und Seele im Einklang sind. Also hast du viele Planeten in dem Haus, solltest du mal in diese Bereiche bei dir ein bisschen gucken, ob es da was gibt, was ich gerade angesprochen habe. Und es gibt ja wieder diese Polaritäten und das sechste Haus steht eben für deine alltägliche Routine im Zeichen der Jungfrau und es steht aber dem gegenüber, dem zwölften Haus, den der Fische. Und da bei den Fischen geht es ja um alles Übersinnliche, also alles, was nicht in dieser Welt tagtäglich ist, sondern alles von anderen Träumereien, Welten. Das waren erstmal alle ersten sechs Häuser und ich weiß, die Videos werden dann auch mal so lang, weil ich auch immer euch was erzählen möchte. Aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal und ich habe ja versprochen, ich mache einen zweiten Teil mit den Häusern 7 bis 12. Und eigentlich ist der Cut auch ganz gut, weil die ersten sechs Häuser sind ja auch im Horoskop die unteren und sie repräsentieren auch wirklich mehr dich selbst und dein nahes Umfeld. Und wenn wir jetzt in die Häuser 7 bis 12 gehen, dann gehen wir so ein bisschen von uns weg und in die Interaktion mit unserer Umwelt. Also auch super spannend. Ich freue mich, dass du reingeschaut hast und wir sehen uns zum nächsten Video.